Grinsend betritt Björn Höcke den Gerichtssaal. Der Mann, der vom Verfassungsschutz in Thüringen als Rechtsextremist eingestuft wird, laut Beobachtern eine Art Schattenparteichef der AfD. Ab heute steht er vor Gericht. Unter großem Medieninteresse startet der Prozess. Es geht um die Nutzung der verbotenen SA-Parole "Alles für Deutschland". Die hatte Höcke laut Anklage zum ersten Mal im Mai 21 benutzt. Und dann, nachdem bereits Anklage gegen ihn erhoben wurde, im Dezember 23 erneut. Einen rhetorischen Dreiklang, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für... Diese Rede brachte ihm eine zweite Anklage ein. Die soll eigentlich heute mitverhandelt werden, wird aber wegen eines kurzfristigen Verteidigerwechsels erstmal ausgeklammert. In beiden Fällen geht es um ein Verbot, nämlich um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Dazu gehört natürlich die SA, die war ja die Schlägergruppe, die Hooligan-Gruppe der NSDAP, die von Anfang an Angst und Schrecken verbreitet hat. Und es soll natürlich darum gehen, eine Verherrlichung oder eine Wiedererzählung von dieser Gewaltgeschichte zu vermeiden. Und deswegen ist diese Parole zu Recht verboten. Höcke gibt sich ahnungslos. Er habe nicht gewusst, dass es sich um eine SA-Parole handle. Alles für Deutschland sei für ihn ein Allerweltsspruch. Kann das sein? Ein Geschichtslehrer, der nicht weiß, dass er eine verbotene SA-Parole verwendet. Unwahrscheinlich, sagt WDR-Investigativjournalistin Julia Regis. Sie recherchiert regelmäßig in Sachen Höcke und AfD. Ja, da sind zumindest sehr, sehr große Zweifel angebracht, dass der ehemalige Geschichtslehrer Björn Höcke das nicht weiß, zumal in der Partei vorher schon dieser Slogan mal auf Wahlplakaten auftauchte, wo er runtergenommen werden musste. In den letzten Monaten unter anderem in den sozialen Medien zu beobachten, der Versuch einer Verharmlosung. Wenn der Mörder freigesprochen wird, der Vergewaltiger freigesprochen wird, aber ein Patriot dafür, dass er seine Vaterlandsliebe in deutlichen Worten auf die Zunge gelegt hat, vor Gericht gestellt wird, dann ist etwas faul im Staate Deutschland, liebe Freunde. Auch bei X verharmlosende Worte. Es ist absurd, dass "alles für" eine Nazi-Parole sein soll. Es sei eine Alltagsformulierung. Wir beobachten das jetzt gerade angesichts des Prozesses, dass Höcke sich in dem Fall ja schon fast als Opfer einer politischen Strafjustiz inszeniert. Er ruft ja auch seine Anhängerschaft dazu auf, nach Halle zu reisen, ihn zu unterstützen. Er behauptet, er sei jetzt der letzte Verteidiger der Meinungsfreiheit. Von Höckes Unterstützern ist heute in Halle nicht viel zu sehen. Gekommen sind aber hunderte Gegner des Politikers. Eigentlich soll heute die Anklageschrift verlesen werden. Durch zahlreiche Anträge von Höckes Verteidigung verzögert sich der geplante Ablauf um mehrere Stunden. Höcke selbst äußert sich heute nicht. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine Geldstrafe oder bis zu 3 Jahren Haft. Sollte Höcke jetzt tatsächlich deswegen verurteilt werden, weil er gegen diesen Straftatbestand verstoßen hat, dann ist er... banal gesagt, ein Kleinkrimineller wie jeder andere Neonazi auch, der ein Hakenkreuz an die Wand malt oder der einen Hitlergruß zeigt. Und eben niemand, der Deutschland retten wird an dieser Stelle. Ein Urteil im Höcke-Prozess wird frühestens Mitte Mai erwartet. Und über die möglichen Auswirkungen dieses Urteils möchte ich sprechen mit Professor Emanuel Richter, Politikwissenschaftler an der RWTH Aachen. Guten Abend. Guten Abend, Frau Amesian. Herr Richter, eine Freiheitsstrafe könnte ja auch bedeuten, dass Björn Höcke sein aktives und passives Wahlrecht verliert, zumindest zeitweise. Wie sehr kann dieser Prozess ihm als Person schaden, aber auch der AfD insgesamt als Partei? Naja, also zunächst einmal ist ein kompletter Freispruch ziemlich unwahrscheinlich. Und ich glaube, dass sich die Fronten, egal wie das Gerichtsurteil ausfällt, nicht sonderlich verschieben werden. Die treuen Anhänger der AfD stehen zu ihrer Partei und sehen sich in der Opferrolle. Und das inszeniert ja Höcke auch so. Und die anderen, die eben Gegner der AfD sind, sind natürlich empört über diese Nazi-Rhetorik und werden ihren Kampf oder ihre Gegnerschaft vermutlich fortsetzen. Also insofern glaube ich nicht, dass der Prozess irgendeine Art von Verschiebung der Gunst, der Wählergunst der AfD in Gang setzt, sondern das wird alles erst einmal so bleiben, wie es bislang auch war. Das heißt, Sie sehen auch nicht die Möglichkeit, dass dieser Prozess Höcke sogar stärken könnte, weil zum Beispiel aus rechten Kreisen der jetzt umgedeutet wird als sprachliche Gängelung oder Einschränkung der Meinungsfreiheit zum Beispiel?
Ja, das ist natürlich die bekannte Strategie der AfD und das setzt Höcke ja fort, diese Inszenierung der Opferrolle. Aber ich glaube, das wird jetzt auch im Laufe der Gerichtsverhandlung nicht anders werden. Also vermutlich wird es ja so ausgehen, dass ihm das untersagt wird und dann wird er auf andere Parolen ausweichen und die Rhetorik, die eben er in der Vergangenheit auch gepflegt hat, weiterhin pflegen. Also insofern glaube ich nicht, dass ich jetzt so, sagen wir mal, auch in der Selbstdarstellung und in der rhetorischen Präsenz der AfD Entscheidendes ändert. Jetzt ist es ja so, dass die Grenzen dessen, was man sagen darf und was nicht, dass die immer wieder ausgereizt werden, vor allem eben in rechten Kreisen. Könnte der Ausgang dieses Prozesses deshalb auch eine symbolische Kraft haben über die Person Höcke hinaus? Ja, also symbolisch ist das, glaube ich, alles sehr ernst und wichtig zu nehmen, weil eben diese Rhetorik natürlich erstmal darauf hindeutet, dass man dieses Nazi-Regime und die Gräueltaten und den Holocaust verharmlosen will oder am Ende vielleicht sogar irgendwelche Formen gutheißt. Das heißt also, die Rhetorik ist ein Symbol dafür, dass man eben dieser Ideologie sehr nahe steht. Und insofern muss man das sehr ernst nehmen. Worte machen Politik. Also an dieser Stelle ist eben klar, dass das Gericht und dass auch die deutsche Verfassung und die deutsche Rechtsprechung sehr, sehr aufmerksam die Rhetorik von rechtspopulistischen und rechtsextremen Bewegungen, Parteien und Menschen beobachten und eben an entsprechender Stelle dann auch mit einem Verbot in Erscheinung treten, um zu sagen, das geht nicht, das ist ein Stück Tabu. Und insofern, wie gesagt, Sprache macht Politik, muss man auch der Sprache und der Sprachbenutzung an dieser Stelle vorbeugen. Anfang September stehen die Landtagswahlen an in Thüringen. Björn Höcke will Ministerpräsident werden. Wie realistisch ist das zu diesem Zeitpunkt gerade? Naja, die AfD ist zwar nach wie vor auch in den Prognosen die stärkste Kraft in Thüringen, aber sie hat nach meiner Einschätzung wenig Chancen, den Ministerpräsidenten zu stellen, weil ihr die Bündnispartner und Koalitionspartner fehlen. Das heißt also, es gibt ja eine breite Front, die sagt, mit der AfD wollen wir auf keinen Fall regieren. Und ich glaube, dass die AfD sich in gewisser Weise in der Oppositionsrolle auch ganz gut gefällt und das vielleicht sogar Höcke insgeheim teilt, weil es deutlich wird, wenn die AfD an die Macht käme, dann wäre das ein Realitätstest auf ihre Programmatik, auf ihre Ideologie, auf ihre Forderungen und es würde sich zeigen, dass vieles völlig unrealistisch ist, sich nicht durchsetzen lässt, zu verheerenden Folgen führt, etwa auch die wirtschaftliche Programmatik der AfD und insofern kann sich die AfD in der Oppositionsrolle gefallen und kann eben ihre sehr starke und rechtslastige Programmatik zum Besten geben, ohne dass sie eben diesem Realitätstest ausgesetzt ist. Soweit die Einschätzung von Professor Emanuel Richter, Politikwissenschaftler an der RWTH Aachen zum Prozess rund um Björn Höcke heute. Vielen Dank.